Willkommen zurück zu Herr der Ringe Online. Zum dritten Mal in dieser Aufnahmesession starten wir unsere Folge hier beim Elben Iglamir und schauen, dass wir Amarthil und Mordrambor irgendwie aufhalten können in diesem Buchkapitel hier. Das ist echt nicht so einfach. Ich habe nachgeschaut, die Meldung, die ich eigentlich vermutet hatte, dass das die Auktionsmeldung war, war doch nicht die Auktionsmeldung. Wir haben eine Tat abgeschlossen. Und zwar besiegt die Gaude dein in Forochel. Wir bekommen einen neuen Titel. Abwehrer der Wilden. Ihr habt den wilden Angriffen der Gaude dein tapfer widerstanden und seid ungebrochen. Und haben natürlich die Folgequest jetzt bekommen. Wieder für die Gaude dein. So, guter Iglamir. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen, dass du uns hier von A nach B schickst? Und C und D und E. Ach, nun gibt es nur noch wenig Hoffnung, dass wir Amarthil daran hindern können, nach Huil neu zu schmieden und ihre Armeen gegen Eriador in Marsch zu setzen. Besonders wenn dieser Fürst von Umbar, dieser Mordrambor, von dem ihr gesprochen habt, ihr wieder hilft. Bleibt noch einen Moment. Ich kann euch keine weitere Hilfe geben, nachdem sich die Haut Brigmors und das Werkzeug Celebrimbors in Angmars Hand befinden, ist das Entfachen der Feuer der Schmieden von Eregion und das Wiederherstellen von Nar Huil nicht mehr aufzuhalten. Ihr habt versagt? Doch grämt euch nicht, eure Chance war bestenfalls gering. Jetzt wird's aber hinten höher wie vorne. Was? Jetzt werdet ihr auch noch beschuldigt, dass wir versagt haben. Ihr solltet nach Bruchtal zurückkehren und Elrond, dem Halbelb, die traurige Nachricht überbringen. Vielleicht weiß er, was jetzt am besten zu tun ist. Ich schubse dich gleich ins Wasser hier. Da beleidigt er mich noch. Ich renne mir hier die Füße wund. Und kämpf gegen irgendwelche Gauradein und was weiß ich noch alles. Und dann heißt, ich habe versagt. Damit bin ich nicht einverstanden, Leute. Diese Meinung teile ich nicht, ganz offiziell. Sowas. Werde ich aber dem Elrond jetzt gleich mal was erzählen, ne? Wenn die uns gleich mal schön richtig hin und her geschickt hätten oder vielleicht auch mal andere Leute beauftragt hätten, damit nicht wir immer hin und her laufen müssen, dann wären die vielleicht rechtzeitig gekommen. Oder wir. Ne? Aber nein, wir müssen ja überall immer selber hinlaufen, weil wir offenbar der Einzige sind, der sich um dieses Problem kümmern kann. Nun wird das Feuer der Ringschmieden also erneut brennen. Amarthil wird nach Huin erneut schmieden und ihre Armeen gegen Eriador marschieren lassen. Bei ihr wird Mordrambor sein, der scheinbar wieder auf ihre Seite gewechselt hat. Wenn dies geschieht, ist der Norden verloren. Und obwohl Bruchtal kämpfen wird, ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch wir überrannt sind. Wir müssen Amarthils Pläne ein für alle Mal ein Ende setzen. Ja, das probieren wir schon ziemlich lange jetzt. Finstere Tage werden kommen. Ein letzter Funken Hoffnung bleibt uns noch, Teufels. Begebt euch nach Mirobel und versucht dort Amarthils Plänen ein Ende zu bereiten. Beeilt euch, vielleicht ist es schon zu spät, doch es besteht eine geringe Möglichkeit, dass sie noch nicht alle Materialien erhalten hat, die sie zum Entfachen der Schmiedefeuer von Eregion und dem Wiederherstellen von Nahuil benötigt. Mirobel liegt weit südlich von Bruchtal im Land Eregion. Mögen die Sterne über eurem Wege leuchten. Okay, jetzt müssen wir aber doch... Ah, dann war das damals doch keine Instanz. Man konnte Mirobel schon betreten. Man konnte Eregion betreten, aber nur teilweise. Irgendwas habe ich da im Hinterkopf. Ich habe ja in der letzten Folge angemerkt, ne? Dass man die Quest eigentlich abgeschlossen hat, hier noch im alten Gebiet, aber man schon einen Blick auf das Neue, auf Innivaid, werfen konnte. Wir schauen mal rein. Eregion. Habe ich Innivaid jetzt gesagt? Eriador, Innivaid. Ach, dann habe ich vorher falsch. Eregion, hier, ne? Mirobel. Müssen wir jetzt, wir müssen jetzt tatsächlich hier runter nach Mirobel? Ich dachte...
Also entweder spielt mir mein Gedächtnis wieder einen Streich. Oder wir haben jetzt dann vorne beim Stallmeister eine separate Reisefunktion, Reiseoption für Mirobel. Es kann nicht sein, dass wir hier für Buch 14 schon richtig nach Eregion gehen konnten, damals. Ich bin mir fast sicher, nicht hundertprozentig, aber fast sicher, dass es damals dann eine spezielle Reisemöglichkeit gab. Und vielleicht wurde die aber jetzt auch rausgenommen, diese spezielle Reisemöglichkeit, weil jetzt ist ja Eregion mittlerweile komplett bereisbar. Und du musst jetzt, man muss jetzt wirklich richtig runterreiten. Oh, das wäre natürlich jetzt ein Bummer. Weil dann müsste ich ja vorher Eregion noch fertig machen. Mit den ganzen Quests. Was kann ich für euch tun? Wir schauen mal. Isteldin, Ichard, Torinat, Täler des Anduin, Enidweit, Eregion, Mirobel. Schnelle Reise. Uff. Vielleicht kann mir das einer von euch mal in die Kommentare schreiben, ob ich mich hier wirklich täusche. Aber es kann eigentlich nicht sein. Dieses Gebiet hier unten, das kam erst dazu, als Moria kam. Und vorher, diese legendäre Questreihe, das ist ja noch die vor Moria. Mich auch täuscht. Ich weiß es nicht. Vielleicht schreibt er mir das mal in die Kommentare. Das wäre mir sehr recht, ob ich mich hier täusche, ob hier wirklich oder ob vielleicht wirklich damals, ob es eine separate Reiseroute gab und in der Reiseroute, ne, ist man dann hier unten in Mirobel angekommen und dann hat man sich auch nur hier unten in Mirobel so ungefähr rumbewegen können. Ne, und alles andere war noch gesperrt. Ich habe auch irgendwie keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich kann das auch verwechseln mit dem, mit Enidweit hier unten. Ja, dass man hier nicht drüber konnte, über den Fluss damals. Vielleicht verwechsel ich auch das damit. Kann auch sein. Würde mich mal interessieren, vielleicht, wenn einer von euch das weiß, schreibt mir das mal rein. Würde mich echt interessieren. Was wir jetzt machen ist, wir werden jetzt hier diese Münze einsetzen, um eine Schnellreise zu machen nach Ichard Mirobel. Weil wir uns Eregion hier unten, wir fangen ja dann von oben an, ne? Wir werden dann von oben hier reinreiten und werden uns dann die Quests anschauen. Und ich will jetzt nicht, ehrlich gesagt, nicht die Quests hier unten schon machen. Alles. Da habe ich keine Lust. Wir werden dann den Stallmeister mal ansprechen. Aber dann sieht man jetzt auch mal schön ein bisschen einen Blick auf Eregion. Und was uns jetzt demnächst dann hier erwartet. So, ich spreche mal mit dir. Was benötigt ihr? Dann die Frage ist, ob ich hier die Schnellreise aktivieren soll. Wo auch immer die ist. Aktuell sehe ich auf der Karte nichts. Die ist hier oben irgendwo. Na gut. Und jetzt reiten wir. Merkt sich dir das nicht, wenn ich hier die Karte auf und zu mache immer? Ist das immer zurück? Nee. Wir müssen jetzt über den Fluss hier rüber. Auf die andere Seite. Und zwar hier rüber. Da unten. Okay. Über diese wunderschöne Brücke. Und diese wunderschönen Texturen. Oh, hier wäre auch eine Treppe gewesen. Na gut, Treppen gehen kann jeder. Wir gehen mal hier rüber. Oh, hier ist eine Instanz jetzt. Angmar hat jetzt alles gesammelt, was man braucht, um die Schmieden von Eregion zu entfachen. Die Waffenmeister von Eriador müssen sich nun nach Mirobel begeben und nach Kräften versuchen, Amarthils Pläne zu vereiteln. Natürlich heißt es nicht Mirobel, so wie ich ständig sage.
sondern es heißt Mirobel. Es heißt Mirobel. Es heißt Mirobel. Da liegt jemand. Der Lehrdan, der uns ja verlassen hat, uns ausgetrickst hat. Ich glaube, dass das diese Instanz war, die damals quasi so dazu kam. Ich lasse das Thema jetzt ruhen. Ihr werdet mir das sicher in die Kommentare schreiben. Ich war ein Narr, dass Amartya mich so leicht täuschen konnte und es so weit kommen musste. Aber dennoch besteht Hoffnung, denn immerhin ließ sie mich leben. Wenn sie daran gehindert werden kann, Narhul neu zu schmieden, kann Narmelit vielleicht zurückgeholt werden. Um in die Ruinen von Tam Mirdain zu gelangen, müsst ihr den Gosrok vernichten, der die Schlüssel zu den Schmieden hält. Sein Name ist Strock und er ist ein mächtiger Feind. Beeilt euch, Tollfuß, wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir können hier sogar reiten. Ich werde hier mal ein bisschen... Oh, greift sie mich gleich mal an. Mist, ich wollte die eigentlich jetzt umgehen. Aber da habt ihr mich gleich mal entdeckt jetzt. Neue Tat? Welche neue Tat? Ringkunde von Erigion. Findet zerlesene Seiten, moderne Seiten. Aha. Ja, okay. So, wir reiten mal hier entlang. In der Hoffnung, dass wir relativ unentdeckt zur entsprechenden Quest kommen. Frage ist, hier vorne ist die Tür, da müssen wir rein. Und da muss dann irgendwo auch der komische Wächter sein. Wir brauchen hier einen Schlüssel. Aber dafür brauchen wir zuerst Sturm. So, komm mal her, mein Lieber. Saboteur. Wo ist der Kollege? Ist der weiter unten? Hier vielleicht in dieser Ruine? Da ist er, der Strock-Elite-Meister. So, ich hätte gerne den Schlüssel, lieber Herr Strock. Wie sieht's denn aus? Kann ich da auf dich zählen? Neuen Schild. Da kann er uns gar nichts hier. Ne? Sollte er sich auch noch heilen? Der Lump. Neue Tat. Eindringling in Tam Mirdain, Ringschmiede. Besiegt Strock. Und jetzt fehlt noch besiegt Priesterin Greine. Findet die Ringschmieden von Tam Mirdain. Haben wir denn hier? Hornbläser! Jetzt hören wir auf, die anderen zu warnen. Jetzt haben wir noch Ringkunde, findet das zerrissene Lehrbuch, besiegt die Orks. Oh.
Der Pub der Taten quillt wieder mal über vor lauter neuen Quests jetzt. Hier unten. So, hier ist eine Tür. Hier ist keine Tür. Hier ist versperrt. Das heißt, ich gehe mal hier rüber. Jetzt bleib mal hier, jetzt erbahnen da wieder die anderen. Ah, der Hornbläser auch, ne? Wobei, das Blasen des Horns hat ihm offenbar nichts gebracht jetzt. Es kommt leider keine Verstärkung. So, hier geht's nicht durch. Da vorne ist ein fieser Tempel. Oh, da wartet wieder einer. Waffenmeister, was ist hier los? Angmarin Priesterin. Wir gehen mal rein, schauen mal, was die machen hier. Absorbiert wieder die ganze Zeit. Guckt euch mal unseren Lebensbalken an. Da los. Liegt wahrscheinlich hier an diesem komischen Konstrukt hier. Oh, da liegt was. Vermutetes Lehrbuch. Bücher sind hier drin? Oh, da muss ich noch mal ganz kurz hier zurücklaufen und mal in den vorherigen Hallen schauen, ob da noch Sachen rumliegen irgendwo. Ich habe mal jetzt die Namen eingeschaltet. Bin ja jetzt einfach hier so durch. Da zum Beispiel, guckt euch das an. Staubiges Lehrbuch liegt hier herum. Ah, wer hat mich erwischt? Er hier. Vielleicht ist hier draußen auch noch irgendwo eins. Oder auch nicht. Ich glaube, hier sind wir hergekommen. Genau. Also, hier gibt es kein Buch mehr. Da vorne sieht es jetzt auch nicht so aus, als wäre ich laufe nochmal hier herum. Weil wenn wir diese Quest schon abschließen können, indem wir so Bücher sammeln, oder das Buch der Tat ist es ja, dann würde ich das auch gerne machen, weil ich komme wahrscheinlich nie mehr hier rein, könnte ich mir vorstellen. Deswegen würde ich das gern heute machen. Also hier ist nichts Buch. Vielleicht gibt es noch ein paar Räume. Ich lasse mal die Namen eingeschaltet, damit ich hier mal was erkennen kann. Hier vorne. Nichts. Natürlich erwischst du mich wieder. Die Priesterin des Todes. Die hat auch so ein richtig großes Dekolleté wieder. Laufen alle hier so aufreizend herum. Mir letztes Mal schon aufgefallen. So, wir gehen mal weiter. Da vorne ist noch irgendwo ein großer Wächter.
So, gute Dame. Jetzt hört auf zu tuten. Was ist denn los mit euch? So, wir gucken mal, ob hier irgendwo ein Büchlein liegt. Nee, sieht jetzt nicht so aus. Wer schießt auf mich? Oh, wir haben schon wieder Schatzkästchen gefunden. Oh, Mann, Mann, Mann. Zwei Stück, drei Stück sehe ich schon. Vier Stück sehe ich schon wieder. Ich habe nur noch zwei schwarze Schlüssel. Oh, Mann. Ich kann jetzt nicht meine ganzen Punkte immer für die Dinge ausgeben, oder? So schön es ist, dass man die aufmachen kann. Aber ich kann nicht so viel Schlüssel kaufen. Das geht einfach nicht. Wir können noch zwei Kästchen öffnen. Das muss reichen. Alle anderen werde ich jetzt zukünftig auf die Bank legen. Und ja, werde mir die jetzt erstmal nicht holen. Pass auf, hier geht's weiter. Hier geht's nicht weiter. Jetzt nervt sie mich aber, ne? So, 23 Minuten haben wir aktuell. Da vorne ist Priesterin Greide. Das ist ein perfekter Zeitpunkt, um hier mal kurz innezuhalten, Pause zu machen, durchzuatmen, zur Ruhe zu kommen, damit wir wieder gestärkt für den nächsten Kampf sind. Habe ich noch irgendwas vergessen? Nö, wir gehen einfach hier mal weiter und schauen mal, wie weit uns die Füße noch tragen. Macht's gut und bis dann. Ciao.